Wir starten jetzt einmal zur allgemeinen Luftfahrt. Hier stehen die Kleinfahrzeuge normalerweise. Und geradeaus ist auch eine kleine Tankstelle zu sehen. Recht voraus sehen wir schon das Umspannwerk für den Flugplatz Düsseldorf und rechts daneben das große Feld für die Solarzellen. Wir queren jetzt die Rampen der beiden Runways und fliegen direkt auf den großen Bahnhof der Deutschen Bundesbahn sowie des flugplatzeigenen Skytrains zu. Wenn wir nun zum Tower fliegen, sehen wir unten auch das große Parkhaus direkt vor der großen Eingangshalle und Ankunft- und Abflugsterminal. Hier sind nun die Einfahrten direkt zum Terminal und zum Parkhaus. Hier kann man in mehreren Ebenen reinfahren und es ist zwar nicht so super schön gelöst, aber es ist ganz gut zu erkennen und daher eigentlich ganz gut gemacht. Hier folgt jetzt das Verwaltungsgebäude des Flugplatzes und wir kommen wieder an der Westseite an Terminal A und B an und fliegen jetzt nochmal eine Runde hier rüber, damit wir uns näher die einzelnen Gates anschauen können. Ich werde jetzt mal versuchen, ein wenig seitwärts zu fliegen, damit wir uns die Gebäude hier etwas genauer anschauen können.
Hier nochmal Terminal B. Und jetzt gehen wir über den Taxiway Mike zurück auf die Helikopter-Landeplattform. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet einen kleinen Einblick in den Flugplatz Düsseldorf EDDL. Ich bin eigentlich ganz glücklich, dass ich mir ihn angeschafft habe, da ich hier um die Ecke wohne und täglich von diesem Flugplatz starte und auch wieder hier lande. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.